Sekunde, ja. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu der fünften Folge, glaube ich, von Nio. Diesmal nicht mit Fabian, sondern mit Fabian. Ach, mit dem anderen Fabian. Mit dem anderen Fabian, genau. Vier Mann, vier Ecken. Ja. Genau. Fabse. Heute darf ich. Ich habe keine Ahnung. Und wir probieren das jetzt heute mal. Habt ihr eigentlich nur die Axt gelevelt oder Nein. auch das Katana? Das Katana. Wir haben hauptsächlich das Katana gespielt. Fabian hat das Doppelkatana sogar. Das ist wohl schön. Also nicht das richtige Katana und das einfache Katana haben wir sogar gelevelt. Aber wir verwenden trotzdem das doppelte Katana. Das ist okay. Ja, Unterschied. Ja, fangen wir an. Mal ja. Mal kurz schauen, welchen Knopf ich drücken muss. Gewöhne dich erstmal ein, genau. Das kannst du da übrigens gleich looten. Ja. Ich bin gespannt. Meine Frustgrenze ist sehr, sehr niedrig. Ja. Hast du das andere schon gelootet? Ja. Geht das schon gut los mit dir? Hab ich. Nee, links, 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 links. Genau da. Ich wollte gucken, ob du aufpasst. Ja, jetzt musst du die Sachen auch nehmen. Ah, ja. Hast du Dark Souls gespielt? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Da, wie gesagt, meine Frustgrenze ist sehr, sehr niedrig. Oh, 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 oh. Aber es macht nichts. Magst du schnelle Action-Spiele? Ja. Das magst du, dann bist du hier genau richtig, weil Dark Souls ist schon etwas langsamer, finde ich persönlich. Oh, da hat er gleich den Feuerbogen, gleich auf den Kopf ziehen. Rechts, oben rechts, auf den Kopf, ja, genau. Ja, zack. Nein. Ja. Headshot, kaputt. Siehst du? Naturtalent. Genau. Nehmen. Und hier ist auch deutlich mehr Loot und da liegt ein Bogen noch. Ja. Bisher ist ganz einfach. Und wenn du den rechten Stick reindrückst, dann ist es genau. Konzentriert, ja. Genau. Und jetzt musst du aufpassen. Jetzt, alles klar. Das kann ein schöner Abend werden. Läuft auch. Dann, ja, mach, ja, okay. Okay, ich will immer den Bogen benutzen. Du musst noch looten. Ja. Einmal schönen guten Abend, liebe Jenny. Bitte setz mich nicht unter Druck. Weißt du, wo wir lang müssen? Der ist ein bisschen schwieriger. Ich ah ja, weiß dann es probieren wir den genau. gleich mal. Ja, und da kommt noch einer. Ja, dann spann los. Sag mir da. Genau. Man merkt schon, dass er auch... wir laufen in die falsche Richtung, sagt der Chef gerade. Achso, ja, macht er nicht. Dann merkst du schon, es ist deutlich mehr... Ja, genau. Ja. Ich spüre auch drauf, ey. Ich habe das gestern bei euch gesehen, ja? Die ersten paar Minuten. Ich finde, ich bin gar nicht schlecht. Dann geht's hin, hinten, Dreieck drücken, Dreieck drücken. Dreieck, oben, also, nein! Egal, nein. Egal! Egal! Das ist so geil! Du weißt, ich finde gar nicht schwer. Das sieht so geil aus. Du merkst gar nicht, dass du unabsichtlich ausweichst die ganze Zeit. Doch, doch, ist ja mit Absicht. Ja, ist klar. Guck mal, der Gegner ist so eingeschüchtert von deiner ja, aktiven, von deiner aggressiven Spielweise, was er gerade okay, 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 okay. Ist ja gut. Also, falsche Richtung, also andere Richtung. Perfekt gedodged. Also, es fragt jemand im Chat, und zwar die Jenny, wer du bist. Magst du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht möchte ich es auch gar nicht. Das ist Mr. Unbekannt. Mr. Unbekannt. Ich bin der große Unbekannt. Nein, Quatsch, ich bin auch Fabian. Ja. Ebenfalls von Firman Ecken. Wer schon mal unseren Podcast gehört hat, weiß, es gibt zwei davon bei uns. Und ja, ich darf heute das erste Mal mit Rufen zusammen spielen. Das erste Mal? Das erste Mal. Das erste Mal mit Rufen, das erste Mal Nio. Wir sind auch das erste Mal, glaube ich, alleine, ne? In unserem Leben? Ja. Meinst du? Zusammen, alleine in einem Raum. Gut, dass die Kamera an ist. Ja, genau, sonst, also, sonst hätte ich auch ein bisschen Angst. Ich nehme mal meine Faust wieder auseinander. nein. Nee, jetzt läufst du gerade wieder zurück. Das macht aber nichts. Da kommen noch ein paar Gegner zur Eingewöhnung für dich. Ja. Die Zuschauer brechen gerade wahrscheinlich schon. Ja, aber es ist schon 20, ja, schon 20 Mal gesehen. Gestern. Laufen die schon wieder im Kreis rechts hoch. Rechts hoch. Kann ich eigentlich auch schnell laufen? Ja. Ja. Hey, 3 X gedrückt halten. Da oben ist ein Bogenschütze. Oh, ja, sag doch was. Gleich ist mit gleichem. Ruhig, ruhig, nicht aufregen. Probier's, ich probier's. Jo, ich mag das, wie er spielt. Das ist eine schöne aggressive Spielweise. Da kann ich schön auch spielen. Ja, du wirst oft dran sein heute. Ja, oh, oh, was ist das denn?
Omamori-Anhänger. Ein Anhänger. Was kann okay. der? Das ist eine gute Frage. Wir werden gleich mal nachgucken, wenn du gestorben bist. Also nein, dann müssten wir ja wieder zurückkommen. Und am besten, du gehst mal irgendwo in eine Safe. Genau, rechts lang. Right. Genau. Hier? Da geradeaus, genau. Ich glaube, da warst du eben schon mal. Guck mal jetzt in deinem Inventar bitte, nach diesen Omamori. Achso, du musst hier in der Mitte drauf drücken. Ah, ja. Genau. Und jetzt auf Ausrüstung. Nehmen wir auf Ausrüstung. Ja, genau. So, wo jetzt überall die Ausrufezeichen sind, da gibt es neue Items, die du gesammelt hast. Das sind eine Menge Ausrufezeichen. Ja, jetzt gehst du mal eben auf die Banditenaxt, bitte. Rennen. Ja. Ja. Wir. Banditenaxt. Klick dich einfach mal durch. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit sagen, was du zu tun hast. Das ist schön. Das ist schön. Nicht so wie sonst. Yeah. Ist die Banditenaxt die wir haben, oder ist es eine andere? Das ist die, die wir haben. Die gelben ist das, was sie ausgerüstet hat. Ah, klar. Dann kannst du wieder zurückgehen wahrscheinlich. Ne? Das wäre nichts. Kein Kampfwaffe. Und schlechteren. Wollen wir nicht. Oder? Warte mal. Gehen wir auf. Doch, der war schlecht. Oh, wieso steht da plus 64? Hier, bei da, aber bei unserem steht plus 82. Also. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ausrüstung haben wir noch gefunden. Aufholen. Ja, genau. Das ist jetzt Kopf wahrscheinlich. Da sind wir mit 15 am besten bedient. 16, 16, ja. Mal sehen. Okay. Und 12, da haben wir eine Verbesserung, ja, genau. Mhm. Accessoire, wir haben Accessoire gefunden. Und dann noch in Blau. Toll! Ist das was Geil! Besonderes? Ist geil in Blau! Ja, geil! Ist das irgendwas Besonderes in Blau? Ja, Blau ist, ich denke mal, das ist so wie bei WoW und bei allen anderen Rollenspielen. Weiß ist normal, grün ist... Ist das bei allen Rollenspielen so? Bei den meisten ist das wirklich so, da variiert dann nur die Farbe. Okay. Grün ist dann halt ein bisschen häufiger, dann kommt Blau, Lila und dann meist Gelb oder sowas. Ah, okay. Und dann Blau ist schon die zweite bessere Stufe, so. Ja. Soll ich mal ausrüsten? Ja. Perfekt. Hab ich gut gemacht. Ja. Hat sich schon gelohnt. Ja, vielen Dank, Fabian, dass du hier warst. Danke. Ja, schönen danke. Schönen Abend auch. Gleich kommt der richtige Fabian. Genau. Ja, so. Dann. Ja. Du musst jetzt nochmal Kreis drücken, weil jetzt bist du immer noch im Menü. Genau. Okay. Was ich dir bisher verschwiegen habe, ist, du hast ja oben Low Life, ne? Drück mal mit dem Steuerkreuz rechts, links, genau, nach oben. Ja, nach oben. Ja, genau. Da kann ich einen trinken. Genau, jetzt frisst du was und dann, genau. Okay. Mit Bedacht wählen. Genau, jetzt musst du den Gebirgspass da hoch. Okay. Ein sehr schöner Gebirgspass. Und jetzt musst du links, siehst du das da? Dieser Abhang? Genau, links rum. Hier. Genau, und da haben wir quasi gestern aufgehört, mehr oder weniger. Jetzt okay. kannst du runterspringen, dann kommen da... Neue Gegner. Ja. Okay. Stamina? Ja. Ich muss jetzt tierisch aufpassen. Also da sind wir gestern zweimal verreckt und haben alle unsere Amarita verloren, also unsere Seelen quasi. Okay. Hätte ich mal besser aufpassen sollen gestern. Kann ich mich anschleichen? Nee, leider nicht. Ah, was ist das? Oh! Da sind ja zwei, prima. Warte, da sind ja vier. Besser. Uwe denkt sich auch, ich sag mal nix. Kurzerhand hat er sich dazu entschlossen, mal stehen zu bleiben. Ich dachte, du willst auch mal spielen. Ja, okay. Ja, ich versuche mal mein Glück. Okay, ich bin gespannt. Also den ersten Toten haben wir heute. So. So. Ja, toll.
komme ich da nicht mehr hoch für den Loot oder so auf dem Abhang ist. Das ist schon mal unsere Seele, die wir wieder kriegen, das ist klar. Sehr gut. Was ist das Rote? Also das rot leuchtende Ding? Das sind quasi Online-Spieler, also die Spieler, die dort verreckt sind. Aha. Und auch wie bei Dark Souls. Ja, genau. Genau dasselbe. Jetzt die Frage, wie gehen wir hier am besten vor, oder? Schießen wir dir mal einen in die Birne. Wenn die anderen getriggert, wenn du den tötest. Schau mal nicht. Wir haben keine Pfeile mehr. Fuck. Ja, den pullen wir jetzt am besten noch nicht. Hier ist dieses Yuki oder so, ne? Genau. Oh, schön. Oh. Oh, das ist den zweiten Ton. Das ging schnell diesmal. Wer hätte auch ahnen können, dass da ein Boss ist? Man hat gesehen, dass da so ein Schleier war. Ja, ne? Aber da warst du noch nicht drin in dem Haus. Nee, oder? So weit sind wir noch nicht gekommen. Weil immer, wenn du diese Gegner da angreifst, ja. Bringst das, wenn ich bete? Nee, du müsstest jetzt quasi erstmal die Seele wieder finden. Also das Grab. Wieder, genau, da hoch musst du. Ja, Steine werfen wäre eine gute Idee. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm mehr. Um die zu polen dann auch, ne? Da kannst du auch runterspringen. Ja. Wenn du runterspringst, einfach gerne. Ja, ja. Ich kann ihn überraschen. Man kann auch so einen Sprung machen und dann dabei schlagen. Okay. Einfach während du springst, einfach Viereck dann drücken. Einfach das noch. Ja. Merke ich mir eh nicht. Die Seelen sind jetzt wahrscheinlich in dem Haus bei dem Bossgegner, nehme ich mal an. Kurz davor stehen wir, glaube ich. Sonst nimm doch, warte, sonst nimm doch erstmal, du kannst, du hast auf dem Steuerkreuz links, auf dem D-Pad, wie wir gelernt haben, auf dem D-Pad, kannst du den anvisieren mit der R3, mit den rechten. Genau. Ja. Und dann einfach die Link nach links drücken und dann wirst du einen Stein und pulst den. Das ist nicht gut. Okay, nein, geh mal nach rechts. Ich bin die Seelen wohl. Ich dachte, die nicht da sind. Ach, da sind die. Auch nicht zu nah ran, da. Ich würde es noch nicht machen, ehrlich gesagt. Ich würde, obwohl, wenn es ein Boss ist, dann und jetzt alles säuberst und da stirbst, dann wirst du dir einen Arsch beißen, oder? Also wäre jetzt die Option. Soll ich es versuchen? Mach einfach. Okay. So schnell komme ich dran. Ja, das ist nämlich der Grund, ne? Nein, also ich würde es jetzt so machen, weil... Ja, komm. Egal. Hat aber nichts abgezogen. Oder kaum was. Schnell heilen nach oben. Mensch, Angie, du gibst aber schnell auf. Ich bin guter Dinge, dass du das jetzt schaffst. Gibt es noch einen anderen Weg oder sind wir jetzt 2 Stunden beim Bossgegner? Das ist der einzige Weg. Schön. Ja. Warte mal, wie war das gestern? Oh. Ach so, du kannst auch übrigens deine
Warte. Deine Kampftechnik kannst du hier verändern, ne? Jetzt siehst du ja, der hält ziemlich hoch. Mhm. Dann kannst du hier R. Ja. Genau, R1 drücken. Und dann, ja. Das ist Mittel und das ist leicht. Und leicht ist, da schlägst du schneller. Und das ganz oben. Schon. Ja, genau. Halbe Stunde draufgehalten. Genau. Na egal. Ja. Nein. Nein. Ah! Halt dich. Nein! Ah! Ich hab nichts gezahlt, doch eine Sache gezahlt. Alter, chill. Wow! Na, den Lachen. Mach's halt so. Muss ja, ne? Und hier kommen jetzt die ganzen Gegner, nämlich. Jetzt müssen wir nämlich vorsichtig sein. Nein! Der ist aber auch schon so schwierig hier, ne? Der Vogel, ey. Gut. Da ist noch einer. Ich habe keine. Eine Sache habe ich zum Heilen, oder? Weiß ich schon. Er schafft mich gar nicht. Ich kann ja zugucken, ist ja auch in Ordnung. Na, ja, das kommt gleich noch. Also. Ich werde schnell gierig und dementsprechend. Bin hier zum Beispiel. Eigentlich hätte ich wegjumpen müssen, aber. Ja, der macht den Pass. Uh.
Wegweiser Talisman und Bombold Kut. Okay. Übrigens siehst du den Chat, ne? Also manchmal. Ich muss meine Brille aufsetzen. Dann würde ich den Chat sehen, ja. Kannst, musst aber nicht, ne? Also. Ja, jetzt sehe ich den Chat. Aber das sehe ich auch nicht so deutlich, das ist vielleicht nicht so gut. Der hat eine helle Bade. Ich heile mal eben einmal. Ja. Ich wünschte, ich könnte jetzt speichern, weil dann wäre ich einiges erleichtert. Ich greife lieber von hinten an. Da bin ich so feige und. Das gebe ich gerne zu. Sind hier viele gestorben. Siehst du das? Ja. Ein ganzer Friedhof. Bin gespannt, was da gleich kommt. Ich irgendwie nicht. Oh, noch ein dicker. Siehst du das? So ein dicker ist das. Bitte sprechen Sie nicht mehr. Er hat vielleicht auch Probleme mit dem Gewicht. Was? Er hat Probleme mit seinem Gewicht, das ist auch nicht schlimm. So kein Dicker. Hä? Schon gut. Okay. Oh, Hausschlüssel. Was denn? Okay. Bitte. Hausschlüssel, okay. Wofür ist jetzt der Hausschlüssel? Dafür vielleicht? Ob da wieder was Großes kommt? Ich weiß es nicht. Ja, du bist lieber dahin, wo alle gestorben sind, oder? Nee, hier nochmal. Oh, guck mal, hier ist a friend. Irgendwie kann man die sammeln. Ich weiß nicht, wofür die sind. Hm. Auf jeden Fall auf dem Heimweg schicken. Wenn sich wohl verirrt oder sowas. Okay. So, das habe ich auch noch verschwunden. Also, wenn du jetzt schlägst, ne? Ja. Siehst du das, dieses Blaue immer drumherum? Ja. Wenn das so aufblitzt, dann R2 drücken, dann regeneriert man Leben. Das heißt, und jetzt. Drücken, ne? Umso besser das Timing ist, umso mehr Leben kriegst du wieder. Ja. Hier ist auch einer gestorben. Warum? Ich weiß nicht warum, ne? Ah, okay. Viele sind wahrscheinlich durchgelaufen oder sowas. Und dann. Danach dann gestorben. Ja, genau. Ich glaube, ich schaffe fast gar nicht weiterzulaufen, ehrlich gesagt, weil. Mach das Tor auf. Genau, wir gucken einfach mal, was hinter dem Tor ist. Vielleicht ist es eine Abkürzung oder so. Nicht wirklich, oder? Aber nicht. Das sieht nicht gut aus. Nee, irgendwie nicht. War das ein Schrein zum Beten? Das ist schon mal sehr, sehr gut. Denn das ist jetzt der Safe Point quasi. Super. Das musst du nicht nochmal versuchen. Da kann ich ja gleich schön sterben. Ja. Die Fähigkeit Jutsu bereit machen wurde freigeschaltet. Okay. Oder DLC-Gegenstände abholen. Okay, wähle einen Jutsu. Genau, man kann Gegenstände verkaufen, um quasi Seelen zu bekommen. Also Amrita, ne? Hier ist es Amrita. Was ist denn Kodama?
Ach so, das heißt, diese Viecher, die wir jetzt gerade gefunden haben, wir haben jetzt drei gefunden. Ach, die. Das erhöht dann quasi. Den Segen. Und du kannst, glaube ich, noch die anderen beiden freischalten dann wahrscheinlich. Genau. Erhöht die erhaltene Amritermenge, okay. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Legt Jutsus an, okay. Ja, wir gucken gleich mal. Ja, was wollen wir die hier denn nehmen eigentlich? Elixieren? Erhöht die Häufigkeit? Ich glaube, das ist ganz gut. Hm, da kriegen wir mehr zum Leben wieder regenerieren. Du unbefordert. Ja, es ist ja dein Spiel eigentlich. Ich bin ja nur echt? Gast heute. Echt? Eigentlich ist es euers. Ich hab's nur bezahlt. Du bist quasi nur der Vater. Genau, ich bin nur der Vater. Du bist die Mutter und hast das Sagen. Lieber mir zu Hause. Schwere Geburt war das. Jutsu kosten. Achso, hier kann man die Schurike anlegen, oder was? Wie kann man die jetzt nutzen? Das haben wir gesehen. Oh, okay. Binden. Achso. Okay. Schön, dass du sagst, achso, okay. Das heißt, du verstehst das wenigstens. Ja, wir haben das jetzt quasi... Unten links siehst du den... Okay, ne? Ja, da siehst du nach rechts ja die Schuriken. Die können jetzt... Das ist ein Jutsu. Aber was heißt das denn genau? Cedric, hast du eine Ahnung? Wenn ja, dann teilt es uns mit, bitte. Opfer da bringen. Genau, wir verkaufen erstmal. Achso. Was sind denn für Titel dafür? Okay. Was bedeutet denn jetzt Ruf? Auszeichnung? Titelliste. KI-Benutzer, okay. Frage, okay. Ja, was? Keine Ahnung. Wir werden später, denke ich mal, sehen. Wir werden schon. Okay. Genau. Die Stimme. Ah, das heißt, dass ich das durch. Achso, man kann das verbrauchen und wenn man an diesem Schrein ist, lädt sich das wieder auf. Das heißt, die findet man nicht, sondern. Okay. Ja, coole Sache. Vielen Dank für den Tipp. Genau, eben mal schnell noch gucken, ob wir irgendwas Besseres in der Tasche haben. Oh, hier, guck mal, okay. Geil! Das Modell. Oha, 49. Legen wir doch glatt mal an, ne? Hier 14. Jetzt hier 9. 14 ist gut. Und 25. Oha, sogar ein blaues. Uff. Wieder komplettes Design verändern, ne? Der sieht jetzt komplett anders aus wieder. Gefällt mir aber. Ja. Okay, das ist ganz praktisch. Zum Safe von zurück. Ja, das sind Steine. Wenn wir die aufmachen, dann kriegen wir quasi Seelen. Okay. Oh, ja. Auch das gibt's aber Dark Souls, oder? Also da kannst du doch auch. Ja, das ist fast dasselbe. Wir gehen mal immer Gegenstände und benutzen mal die Sachen. Zack. Dann können wir gleich Level umsteigen. Ach Quatsch. Benutzen 2. Einen wunderschönen guten Abend, Gordon. Gordini. Gordini, liebevoll Gordini genannt. Das ist auch. So. Hörst du dieses Geräusch? Ja. Was ist das? Das sind diese Viecher. Da machen wir ganz raschelig. Stufenaufstieg. Also. Schwerter und Bögen. Okay. Ich bin bei sowas immer schnell überfordert. Muss ich gestehen. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, du. Einfach so. Ich kenne mich damit nicht aus. Die meistens auch Stärke tatsächlich. Ja, die ganz so. Plump. Ja, die so. Mach mal einfach. Hier auf Stärke. Jetzt brauchen wir nicht.
Ach, wir können ja noch Opfer da bringen, genau. Die Sachen, die wir nicht mehr brauchen, können wir ja verkaufen. Das heißt... Das heißt, wir wählen jetzt erstmal alle aus. Und dann verkaufen wir die. Ja, nö. Ja? Nö, mach. Alles Äpfel. Nö. Ja, Äpfel. Äpfel. Bestätigen. Oh, was ist das denn? Ein Nagel. Geschenke? Das will ich sehen, wie der im Kampfgefecht so. Moment! Geparalysiert! Moment! Wir müssen irgendwie Nagel benutzen. Oder hier so. Wir haben den Punkt verpasst. Genau. Daneben. Amrita, ja. Schön. Jetzt können wir eine Stufe aufsteigen, wahrscheinlich nicht. Wir brauchen jetzt 2700 Amrita für ein Level.